Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Isi und heute möchte ich mit euch darüber reden, wie ein einziges Bier euer Training bzw. eure Diät sabotieren kann. Um zu verstehen, wie ein einziges Bier unseren Muskelwachstum negativ beeinflussen kann, muss ich ganz, ganz weit ausholen. Unsere Muskeln bestehen aus Eiweiß und noch größerem Teil aus Wasser. Während dem Training zerstören wir unsere Muskelfasern, die nach dem Training wieder repariert werden müssen. Dadurch werden unsere Muskeln stärker und wachsen. Ich denke, soweit sollte alles klar sein. Ne? Ganz, ganz einfach erklärt. Wie ich bereits gesagt habe, bestehen ja unsere Muskeln aus Eiweiß. Und somit ist die körpereigene Eiweißherstellung der wichtigste Prozess im Körper für Muskelwachstum. Und ein einziges Bier, ich wiederhole, ein einziges Bier kann den Muskelwachstum um bis zu 20% für die nächsten 24 Stunden reduzieren. Also das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. 24 Stunden 20% weniger körpereigenen Eiweiß. Außerdem entzieht Alkohol unserem Körper Wasser. Und wie wir bereits festgestellt haben, bestehen auch unsere Muskeln aus Wasser. Dadurch wird auch Wasser aus den Muskeln gezogen. Je mehr Prozent ein alkoholisches Getränk enthält, desto mehr Wasser wird entzogen und dadurch werden immer weniger Nährstoffe unserem Körper beigesteuert. Ne? Und ja, ohne Flüssigkeit, ohne Wasser wachsen einfach keine Muskeln. Außerdem beeinflusst Alkohol negativ unseren Stresslevel und unseren Testosteronspiegel. Die Stresshormone, die auch Cortisol genannt werden, sind muskelabbauend, also nicht gut für die Muskeln, und niedriger Testosteronspiegel ist auch nicht fördernd für den Muskelwachstum. Du kennst es bestimmt, du hast zu hart gefeiert, hast dich ins Bett gelegt, 8 bis 10 Stunden geschlafen, dann stehst du früh auf und fühlst dich immer noch richtig, richtig müde und nicht fit. Das liegt daran, dass Alkohol deine Tiefschlafphase behindert. Ja, dadurch schläfst du halt nicht so tief wie sonst. Und wenn du nicht so tief schläfst wie sonst, leidet deine Regenerationsphase. Und wenn deine Regenerationsphase leidet, wachsen halt auch dementsprechend die Muskeln nicht so gut. Halt ein weiterer Nebeneffekt von Alkohol. Und wenn du vorhast, eine Diät zu machen, solltest du wissen, dass 1 Gramm Alkohol ca. 7 Kalorien enthält, 1 Gramm Fett ca. 9 Kalorien, 1 Gramm Eiweiß und Kohlenhydrate enthalten ca. 4 Kalorien. Im Gegensatz zu Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett sind Kalorien aus Alkohol leere Kalorien, mit denen dein Körper einfach nichts anfangen kann. Regelmäßiger Alkoholgenuss bremst den Stoffwechsel und führt langfristig zu Gewichtszunahme, denn dein Körper ist erstmal damit beschäftigt, den Alkohol abzubauen, bevor er sich mit der Fettreduktion beschäftigen kann. Schon 2 Bier, die ungefähr 24 Gramm Alkohol enthalten, senken die Fettreduktion um bis zu 70%. Bis zu 70%, das ist echt Wahnsinn. Das nächste Mal überlegst du zweimal, bevor du ein Bier mehr trinkst, als du geplant hast. Alkohol schadet zwar dem Muskelaufbau und erschwert die Fettreduktion, aber vergiss nicht, es gibt auch ein Leben außerhalb vom Fitnessstudio. Ich persönlich mache das so, das habe ich aber auch schon in anderen Videos gesagt. Wenn jetzt meine Freunde mit mir ein Bierchen trinken gehen wollen, dann mache ich so, dass während sie 2 oder 3 Bier trinken, ich in der Zeit einfach nur ein Bier trinke. So habe ich die sozialen Kontakte gepflegt, aber auch meinem Körper weniger geschadet, als es sein muss. An dieser Stelle möchte ich mich noch bei Migi bedanken, der hat in einem Livestream mir diese Frage gestellt, die ich heute beantwortet habe. Danke Migi, ich denke, du hast jetzt vielen Leuten weitergeholfen, die nicht wussten, wie schädlich ein Bier ist. Mich würde auch noch interessieren, wie ihr mit Alkohol umgeht. Schreibt mir einfach in die Kommentare, und was ihr davon haltet. Sollte man überhaupt nichts trinken oder vielleicht doch etwas? Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt fit, ciao. Ach ja, eine Frage fällt mir noch ein. Heute in dem Video habe ich jetzt ein neues Objektiv benutzt, eins mit Festbrennweite 50 mm. Und dadurch sieht man mich zwar nicht ganz, aber der Hintergrund ist ziemlich unscharf geworden. Und diese Perspektive hat mir ziemlich gut gefallen bei anderen Videos, wo ich auf YouTube gesehen habe und dachte, das will ich hier auch in meinen Videos. Und da wollte ich eure Meinung hören, wie findet ihr diese Perspektive, man sieht mich nicht ganz, der Hintergrund ist unscharf, dadurch ist Fokus auf mir, ich denke, es sieht doch ganz gut aus. Ich würde gerne eure Meinung hören, könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. So, das war's, ciao.
building, been hard to deal with, I just been drinking. Remember my moves in the past, I'm wondering what was I thinking. Lately I'm living in fear, wondering what if the end is so near. All of this shit going on, the shootings are strong, one shot to the head and I'm gone. I'm losing control but I can't let it go, cause I'm trying to get more and I've been in the moment, I've been in